Und hier jetzt ein paar Worte an die deutsche Polizei. Wir sind so weit geworden, dass Deutschland eine richtige Polizeistaat geworden ist. Die ganze Macht, die Polizei darf alles machen, darf Menschen kontrollieren, darf Menschen verhaften. Söder hat es geschafft, dass in Bayern ein Gesetz ist, wenn einer vielleicht eine Gefährdung darstellt, wird er für ungewisse Zeit eingesperrt und jahrelang im Gefängnis gehalten. Wie lange wollt ihr das machen? Ihr seht das in Polizisten. Wie kann ein Mensch, der Polizist ist und eine alte Frau kommt, sie rumzuschubsen, ein Kind, bei der Demo war ich in Berlin, ein Kind auf den Schultern seines Vaters wurde vom Polizisten herumgeschubst. Wie kann man Rentner auf der Straße angehen, weil sie keine Maske haben, auf den Beton runterwerfen, Kleider vom Leib zu reißen? Hat es ausgeschaut, da wurde eine Sau geschlachtet. Aber als Polizei kann man sich erlauben, wenn ich die Kleidung anhabe. Viele glauben, wenn sie die Kleidung anhaben, sind sie unverwundbar. Die dürfen ja alles machen. Ich bin eigentlich die verlängerte Hand des Staates. Merkt euch, die ganzen Polizisten, was da draußen sind, die ganzen Hilfs-Sheriffs, wir zahlen euch mit unseren Steuergeldern. Wenn wir euch bezahlen, dann müsst ihr unser Sinne schön human handeln und uns schön menschlich behandeln, auch bei Restriktionen und alles, und nicht uns einfach über dem Ding zu schlagen. Und manchmal aus der Vergangenheit, wie ich denke, 2008, Polizistin erschießt im Polizeipräsidium München einen Freund mit der Pistole, richtet sich selbst. Und solche Leute werden auf die Menschheit losgelassen. 2011 erschießt ein Polizist seine Freundin, weil sie einen neuen hat. Und ihr wollt dann das Ordnung schaffen. Wisst ihr was, ich traue mich einem Polizisten nicht mal ein Pfefferspray in die Hand zu geben. Ihr braucht vielleicht, ich weiß, ein Knüppel, schöne Worte und vielleicht ein ganz, ganz großes Herz muss da eingenäht werden. So was kann nicht sein, dass in Deutschland so ein Polizeistaat geworden ist und dass die Menschen Angst haben vor der Polizei und dass die Polizei im Namen von Angela Merkel oder Horst Seehofer die ganze Menschheit traktiert und bestraft. Und ein schönes Appell auch an die Verkehrspolizisten, die manchmal ganz überheblich sind, wenn sie Menschen kontrollieren. Man kann ganz höflich sein und nicht überheblich. Wir sind nicht eure Diener. Okay, viele Grüße von Robert Franz. Und jetzt widme ich mich meinem Buch, das ich jetzt lese als Polizist. Werde ich mal schön lesen. Ja, das ist ein Buch und da steht, Moment, Rat und Weisheiten für Männer, die außerordentlich gut ausgestattet sind. Perfekt. Kleines Geheimnis, meine ist so klein, deshalb bin ich Polizist geworden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.